So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das ist es nun, das neueste Marvel Polypack. Oder genauer gesagt, das Lego Marvel Polypack mit der Nummer 30652. Dr. Strange. Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe es versucht zu bekommen. Ich habe es nicht bekommen. Habe ich einen meinen Bekannten gefragt. Ich sage, hör mal, wenn ihr es irgendwo seht, bringt es mir bitte mit. Ich will es unbedingt haben. Es geht mir nur um die Figur, wegen diesem coolen Druck. Und das Hinter, nee, brauche ich nicht wirklich. Ich wollte eigentlich nur die Figur. So, jetzt kamen meine Kollegen an und sagten, hier, wir haben dir was mitgebracht. Das Polypack, richtig cool. Ich sage, was kriegt ihr dafür? 10 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört. 10 Euro wollten sie dafür haben. Ja, dann hatten sie mich geärgert. Nicht für eins, nicht für zwei, sondern für drei Lego Marvel Polypacks 30652 Dr. Strange. Also für drei Stück habe ich 10 Euro bezahlt. Top. Mein Polypack wisst ihr ja selber. Teilweise 3,99, 4,99, 5,99. Coole Figuren sowieso immer teurer. Aber ich habe jetzt drei Stück. Deswegen kann ich eins vor die Kamera auspacken. Also kostet mich, hat mich gekostet 3,33 Euro ein Polypack und 1 Cent Trinkgeld. Sozusagen. Aber nichtsdestotrotz lasse ich da jetzt mal Luft rein. Und eins kommt ja sowieso raus, weil einmal wollte ich den Dr. Strange sowieso bei mir als Dekostück haben, wegen diesem Druck. Und das schauen wir uns mal an. Und schaut mal, dieser Gummimantel ist nicht mehr aus Stoff, der ist richtig cool. Und ich weiß auch nicht, aus welchem Set er ist. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es mir und für alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare, weil ich will wissen, aus welchem Set dieser Doktor ist. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt und bauen den Doktor mal zusammen. Dann den coolen Mantel. Er ist wirklich cool. Wenigstens ein Stück. So müsste man den einfärben für Batman. Und die Frisur. Seitenbedruckung hat die Frisur. Der wird grau. So, aber nichtsdestotrotz. Jetzt zeige ich euch einmal die Figur. Wo ich so hinterher war. Das ist die Figur. Also mir ging es nur um diese Figur. Coolen Druck, ihr seht es selber. Cooler Mantel, ist aus Gummi. Steht schön ab, passt wunderbar. Also ich fand die Figur richtig cool. Wenn es natürlich einer von euch weiß, wo die Figur her ist, schreibt das für mich und wie gesagt alle anderen Zuschauer in die Kommentare. So, und seine Accessoires, das sind ja zweimal jetzt von innen rein. Oh. Mal gucken, wo die sind. Das sind diese hier. Damit das auch dazu passt. Weil wir machen ja diesen Tschüss, wo er mal durchrast. Einmal. Zweimal. Wie gesagt, dieses Polypack versuche ich schon länger zu bekommen. Ich habe Internet abgesucht. Nein, ich habe nichts gefunden. Natürlich wird es jetzt wahrscheinlich öfters im Netz sein, weil der ein oder andere will ihn ja auch, will dieses Polypack auch haben. Ich versuche es, wenn ich es irgendwo sehe, unter das Video zu verlinken. Wenn ich es nicht sehe, auf jeden Fall irgendwas von Marvel. Das dazu. Aber jetzt fangen wir mal an, diese Welle zu bauen, wo man in eine andere Zukunft blickt oder schaut. Einmal, zweimal. So, dann brauchen wir den grauen, einen hellblauen. Und ihr schreibt mir natürlich, wie ihr den Dr. Strange findet. Ob ihr ihn auch schon habt oder auch auf der Suche seid. Und wenn ihr nicht mehr auf der Suche seid, schreibt es mir in die Kommentare, woher ihr ihn habt. Weil meine Bekannten wollten es mir auch nicht sagen. Das dazu.
ich wollte schon sagen, da fehlt ein Stein. So, dann kommt zwei blaue, einmal hier drauf. Einmal hinten drauf. Jetzt kommt hier die Spitze. Noch eine Spitze hier vorne hin. Das sind ja die Wohnhäuser, die man baut. Fenster dahin. Kurz schauen. Ne, ein grauer hier fehlt mir hier, habe ich vergessen. Aber na, passt da rein. So, seht ihr, das ist eine Häuserfront. Und die kommt dann hier hinten drauf. Okay, seht ihr, so sieht das Ganze dann schon mal aus. Bauanleitung umdrehen. Jetzt nehmen wir viermal diese und vier die braunen. Ich hätte es natürlich schöner gefunden, wenn sie auch in diesem gelblichen Ton gewesen wären, aber was nicht ist, kann man ja selber machen, wisst ihr ja selber. Passende Steine kriegt man auch woanders. Jetzt haben wir das. So, das Ganze kommt jetzt hier vor. Oh, die Häuserwand. So, jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Seht ihr das? Da ist dieser Feuerwirbel, wo man eben durchgehen kann. Und hinten ist die Häuserwand, aber ist noch nicht fertig. So, dann Bild Nummer 5 kommt dieses davor. Dieses hier hin. Und dieses nach da hinten. Wenn es denn willst du nicht? So. Bild 6 wieder erstmal wegstellen. Einmal so. Jetzt bin ich aber irritiert. Das kommt jetzt so drauf. Ach so. Ja, ich habe es jetzt das so hin. Das so und das so. Seht ihr das, wie es dann vorne aussieht? Das Ganze kommt dann hier neben. So sieht schon mal aus. Also wirklich gesagt, dieses Stück als Dekostück könnte man machen mit einer Figur davor. Das passt schon irgendwie. So, und jetzt bekommen wir einen lilanen, transparent. Zum Glück sind da zweimal und ein goldenen. So, das Ganze kommt hier vor. So, und dann sind die Teile alle über. Okay. Und einer, der mir runtergefallen ist. So. Und der kommt dann. So sieht es dann komplett fertig aus. Seht ihr, das sieht dann auf dem Bild so aus. Sieht richtig cool aus. Muss man das wirklich haben? Schreibt es mal in die Kommentare. So, und jetzt kann man die Figur natürlich nicht wirklich da vorstellen, weil eben der Mantel jetzt stört. Jetzt müsste man ihn mal ein bisschen anders versetzen. Aber seht ihr, so geht's. Richtig cool. Besonders Dr. Strange wegen dem Druck und den Mantel. Wer natürlich weiß, aus welchem Set es ist, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche es. Ich glaube es zwar nicht dran, dieses Polypack von Lego Marvel mit der Nummer 30652 unter das Video zu verlinken. Ich glaube es nicht. Ich habe es vorhin nochmal geguckt. Es ist nirgendwo zu haben zurzeit.
Wo die das her haben, weiß ich auch nicht. Wenn ihr es wisst, wo ihr es her habt, schreibt es für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Ich versuche natürlich irgendetwas von Marvel unter das Video zu verlinken. Vielleicht auch mit Dr. Strange, was ich finde. Schaut mal nach. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu Dr. Strange. Und vielleicht, woher es her, ihr es her habt. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien.